um 2 km/h brauchst du plus rauszunehmen. Ja, teilweise reicht sogar ein. Ich habe jetzt den Tempomat erstmal nur abgeschaltet. Und jetzt schalte ich ihn bei 53 wieder an, dass ihr jetzt wieder aufschließen könnt. Nee, mach direkt auf 79. 79 hoch. Gib Gas. Ich gebe jetzt wieder Gas. Ja, am hier Berg kommt das Vier nicht aus dem Knick. Was, der Volvo oder der Scania? Der Volvo. Nee, der Volvo, der hat kein Drehmoment. Mhm. Da fährt das Scania deutlich mehr. So, und ich habe jetzt Tempomat wieder aktiviert, halt die Wiederaufnahme. Auf 80 oder 79? Ja, auf 80. Ja, geh mal auf 79 runter. Bleib bei 80. Mhm. Du kannst nur in 5 km/h Schritten den Tempomat verändern. Kannst du nicht. Musst du einstellen. Kannst den 1 km/h Schritten sogar einstellen. Hör mal auf zu erzählen. Okay. Also kannst meines Wissens ist nur 5 km/h Schritte. Nein, du kannst in den Einstellungen einstellen, dass du hier 1 km/h oder 5 km/h nimmst. Ja. Mhm. Ups, ich fahre so, mal Hall. Ich hab keinen Hall-Effekt, Mann! Was ist das für eine Scheiße? Ich hab hier keinen Hall-Effekt im Tunnel. Wobei gerade im Tunnel ist das doch sehr, sehr ideal. So, haben wir eigentlich den immer noch hinter uns? Ja, ne? Ja. Nein. Nein? Nein. Dann können wir geradeaus weiterfahren. Also ich sehe keinen, der hier hinter uns ist. Was ich ehrlich mal sagen muss, ist, Ich glaube, der eine Typ hat uns hinzugefügt, eher, weil er sich gefreut hat, dass wir alle so gut reagiert haben und ihn vorbeigelassen haben und ihm auch nicht in die Karre gefahren sind, weil wir ihn übersehen haben oder so. Weiß ich nicht. Wenn du dieses Video durch Zufall sehen solltest, wow, 70, ja, danke, war zu spät. Und hier ist 90 jetzt. Ah, nee, ich hab 80 stehen. Ich hab auch 80 stehen. Bin ich vorbei, Thorsten? Ja, was meinst du, warum ich hier die ganze Zeit Lichthupe gebe? Okay, danke. Also ich hab ja 80 stehen. Was meinst du, warum ich... Ja, aber ich es ist gerade in der Kurve... 80 gehabt. Das ist nur wie der mit seiner Überbreite, nein, weißt du? Nein, es ist gerade in dieser einen Kurve nach dem Landeswechsel ist kurz 70 gewesen. Ja, kurz 70, aber danach ist 80 danach wieder, ist nicht 90. Ja, aber die Beschilderung draußen, also... Ja, das ist von draußen, du musst auch war im auf Tacho gucken. 90 deine gewesen. Ja, das ist aber für Autos, du Nase. Richtig. Nase. Da bremst der wieder unnötig und provoziert Unfälle. Ich könnte schon wieder hauen, ey. Unnötig bremsen? Ja, es war unnötig gebremst. Mhm. Also soll ich jetzt ernsthaft auf so einem kurzen Stück nicht runterbremsen und dann 80 weiterbremsen? Das ist viel zu gefährlich. Da könnte ich übrigens auch Straßen NRW oder unsere Bundesregierung für schlagen. Diese für einen 100-Meter-Tunnel von 100 auf 80 oder 60 Runterdübelei ist das Schlimmste, was du im Straßenverkehr machen kannst. Weil du provozierst Staus damit. Da könnte ich erst mal kotzen, wenn ich solche Strecken fahre. Mhm. Bayro? Da musst du bloß in den Tunnel gucken, ob da Blitzer sind. Da weißt du ganz genau, warum. Da stand kein Blitzer, ich bin nicht stupide 100 Meter gefahren. Entschuldigung, wenn ich das jetzt eiskalt so sage, aber das ist... Lass mich raten, welcher Tunnel das ist. Den kennst du nicht. Nein? Nein. Ich glaube nicht, dass du ihn kennst. Weil ich würde jetzt so spontan sagen, das hört sich stark nach dem A40-Tunnel an. Nein, A40 darf ich 80 fahren. Bei Bochum. Mhm. Auch in Essen auf dem darf ich 80 fahren. Ich sortiere mich schon mal auf der linken Spur ein. Sicherheitshalber. Auch wenn es unnötig wahrscheinlich war, ja. A46, Wuppertal Richtung Düsseldorf. Ja? Von 100 aus dem Nichts leuchtet das 60-Schild auf. Mhm. Die bremsen dich vorher noch niemals auf 80 runter und das ist einfach eine Frechheit. Weil manche verzögern ja wirklich um diese 40 km/h und das ist für mich eher gefährlich, als dass es gut ist. Mhm. Also tut mir echt leid, das zu sagen, aber
Das ist genauso, wie ich vor dem Tunnel auf der A2 in Gelsenkirchen-Buhr aus unbeschränkt auf 100 runtergedübelt werde. Nee, da kommt vorher eine 120er. Stopp, da kommt, 120 da ist kommt, 120er ja. Und dann wirst du auf 100 und dann wirst du auf 100 runtergebremst. Ja. Ja. Nach dem Tunnel dauert das einen Kilometer oder was? Ewig, ja. Und ja. Dann wird's wieder, dann ist wieder aufgehoben. Aber ich weiß, warum das so spät aufgehoben wird in die, also Richtung Oberhausen. Weiß ich, warum es so spät aufgehoben wird, und das liegt einfach an den blöden Heimspielen der komischen Blauen. Er ist halt Dortmunder. Ja, es ist ja hier. Nee, in Hamburg haben sie beim Elbtunnel mal das gehabt. Da haben sie in den Geschwindigkeitsreduzierung im Elbtunnel gehabt. Mhm. So. Und haben keinen normalen Blitzer genommen dafür. Nein, die haben einen versteckten Infrarotblitzer genommen dazu. Mhm. Und den hat natürlich keiner gesehen. Und haben sich dann gewundert, wo sie geblitzt wurden. Ja, aber das steht ja auch drin im Zettel, wo man geblitzt wurde. Nur wenn man es anfordert. Nein. Steht nicht generell drin. Das steht. Oh, und das muss generell drin stehen. Das muss drin stehen, wo die Tat begangen wurde. Also das ist zu stellen. Ja, auch beziehungsweise haben dann manche 3, 4, 5 solche Zettel bekommen, weil die hier tagtäglich halt lang gefahren sind und dieses Geschwindigkeitsgebot und dann plötzlich da stand. Und du weißt ja, wie der Mensch ist. Ne? Gewohnheiten ist ein ändern. Gewohnheitstier, ja. Ja. Richtig. Definitiv. So. Und das ist eine ganz fiese Abzocke gewesen dort. Vor allem ist im Elbtunnel eine zusätzliche Geschwindigkeitsreduzierung genauso lol ist. Also hinter uns ist gerade wieder jemand. Ja. Okay. Überholt er dich? Nö, der fährt dahinter, ja. Ja, guck mal in die Liste. Wenn das der gleiche ist, dann wissen wir Bescheid. Moment. Ich hab hier gerade Querverkehr, aber da müssen wir ja abfahren. Nee, die wollen alle Richtung Prag. Ja, ich hab's auch gesehen. Inklusive Warmlinganlage. wahrscheinlich für Schwerlastkonvoi. Keine Ahnung. Nee, das dürfte der nicht sein. Das ist T-Puck, der hinter uns ist. Okay. Und Mautstation. Muss ich da bremsen? Ja. Ohne Fastlane. Ohne Fastlane, ne? Ohne Fastlane. Also runterdübeln? Ja. Auf, was reicht? 40, 50? Null. Es ist keine Fastlane. Ganz rechts ist doch eine. Nein? Nein, das ist bloß ein Ersatz. So. Oh, das hat nicht gereicht, lol. Thorsten, willst du vor wieder? Ja, ich geb schon wieder Gas. Ja, dann geb ich ein bisschen weniger Gas, darum ging's mir. Darf ich? Reicht dir die Antwort? Ja. Gut. Hier 70? Ja. Deswegen wurde ich auch vor der Mautstation geblitzt. Ja, ja, nee, da wurden wir auch gerade in der 40er-Zone geblitzt. Ah, okay. Weil kurz. Bin ich der Einzige, der nicht geblitzt wurde? Ja, ja, bist du. Ja, lieber Fumpi, du bist ein Streber. Deswegen bist du nicht geblitzt worden. Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein, ne? Nein, hast du nicht. Alles gut. Gut. Das war nur ein dein Gedanke. Gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht. So, okay. Was liebe ich mir die Fastlanes in Norwegen, ey, und in Skandinavien, ey. Es gibt übrigens in Frankreich, gibt es jetzt auch Fastlanes, da kannst du mit 45 durchfahren. Ja. Dafür brauchst du allerdings das Frankreich-Mod, ich weiß. Ja. Danke. Es ist übrigens eine geile Mod, ja. Ich weiß. Frankreich. Hab ich mir auch schon angeguckt. Ich hoffe natürlich auf dem Kanal. Dazu sage ich Schweigen, jetzt. Dieses Schweigen mal wieder. Weil du weißt, wann du sie mir gezeigt hast. Ich hab sie dir gezeigt? Ja. War ich mal kurz bei dir.
Stimmt. Da haben wir, glaube ich, sowas gebastelt, womit du jetzt die Aufnahmen machst. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Kann ich mir sogar irgendwie so halbwegs dran erinnern. Wobei die Karre dann immer noch nicht funktioniert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dafür konnte keiner was von uns beiden. Und dafür gab es ja auch das Infovideo, warum es keine Videos gab auf dem Kanal. Das war aus der Nummer, als ich am liebsten vor Frust das Board zerbrochen, ey, ohne Scheiß. Ja. Oder mit dem Auto zumindest einmal drüber fahren. Ja, irgendwie sowas, ja. Mit deinen nicht mehr vorhandenen. Doch, Auto ist noch vorhanden. Ja, aber ohne... Ohne TÜV. Genau. Den zunächst auf dem privaten Gelände, ja, ne? Ja. Gut, dann ist alles gut. Hast du es auch zumindest schon abgemeldet? Nö. Dann das würde ich das an einer Stelle mal machen, weil Steuern zahlen? Und? Die bisschen Kohle, die stört mir jetzt auch nicht mehr. Ja, was zahlt er mehr? 57 Euro, 63 Euro, irgend sowas? 70, das ist Geld? 70, 80 Euro irgendwie im Jahr, also... Das ist Geld? Außerdem, ja, aber, im allergrößten Notfall... Desto weniger Zeit hat er, sich Neues zu suchen, dass die Versicherungsprozente nicht verschwinden. Eben. Ah ja, okay, das ist natürlich auch so eine Sache. Da ist die Steuer das kleinere Übel, gerade bei so einem Auto, weil das echt günstig in der Steuer ist. Da gebe ich ihm recht. Und deswegen bleibt er auch angemeldet. Die Prozente verschwinden da. Irgendwann, wenn du nach über ein Jahr kein Auto anmeldest, glaube ich, fängst du wieder bei Null an bei den Versicherungen so ungefähr. Ja, ja. Nur das ist richtig arschig. Du steigst wieder mit höherem Prozentsatz ein als vorher. Ja. Und deswegen, das muss nicht sein. Deswegen genau durchrechnen, ob es sich dann nicht lohnt, ein Auto irgendwo so in der Garage angemeldet zu parken. Weil das ist echt so ein bisschen tricky halt, ne? Okay, also hier das ist ja wirklich rauschig. Aber für uns keine Gefahr von der Geschwindigkeit her. Was war jetzt gerade? Ich sagte, hier ist zwar eine Baustelle, aber für uns nicht wirklich von Relevanz. Danke für die Baustelle, ich war gerade einen Tick zu weit rechts. Hat nur etwas geruckelt? Nee, ich hab's dir noch, dadurch, dass er gesagt hat, Baustelle, bin ich wieder ein bisschen vorher schon nach links gezogen, das war okay. Okay. Ja, ich muss halt jetzt ein bisschen drauf aufpassen, wegen der Überbreite. Weil ich da jetzt nichts mitnehme. Und fährst du 80 oder 70? Mautstation. Ich bin nicht geblitzt worden. Ich auch nicht. Ey, welche Lane nimmst du denn da? Die da. So. Ich habe ganze 11 Euro bezahlt. Ich auch. Was für ein Wunder. Ja. Weil mit Schwerlast müsste ich eigentlich mehr zahlen. Ach, Thorsten. Ja. Schwerlast ist es jetzt nicht. Wie viel hatte ich eigentlich? Ja, 70. Ich habe nur 13 Tonnen. Nee, 70, 80, ne? 80, 70, 80 und es wird einspurig. Im Bildschirm steht. Haut ab? Okay, die haut ab, okay. Im Bildschirm steht, ich muss 80 fahren, also fahre ich 80. Ja, jetzt? Vorher war 70, als ich gerufen habe, du. Das war schon die ganze Zeit auf 80. Nein. Bei mir. Nein! Bei mir. Ich habe Videobeweis. Ich habe Videobeweis. Du müsstest doch noch in der 70er-Zone gewesen sein. Nope. Ja. Müsste er. Also, wie gesagt, bei mir. Sobald das hochgeladen ist, gucke ich mir an. Ich bin mir sicher, da war nach dem Mautstation erst 40 und dann 70. Ja. Einspurig. Danke. Einspurig.